zweiter erfolgreicher Versuch. Ja, hier qualmt es noch. Und zum Bearbeiten des Bambus nehme ich hier so ein altes, ja, nicht ganz stumpf, aber nicht gerade rasierscharfes Messer. Nämlich ja, vom Bambus wird die Klinge zu schnell stumpf oder sogar kleine Ausbrüche gibt es manchmal. Ist mir auch schon passiert. Und ja, ich guck mal kurz nach der Reibekante, wo ich genommen habe. Ja, das war die. Ja, die habe ich, bevor ich gesägt habe, habe ich die extrem dünn geschnitten hier. Und ja, es hat mir was gebracht. Und hier das Ding, wo man in der Hand hält. Und ja, da habe ich nur ein ganz kleines Loch rein geschnitzt. Und ja, ist was funktioniert. Also das war jetzt erst mein zweiter erfolgreicher Versuch damit. Deswegen kann ich euch auch noch nicht so genau sagen, was da jetzt gut funktioniert, was nicht. Da muss ich noch ein bisschen mehr Erfahrung drin haben. Aber ja, ich freue mich, dass es geklappt hat. Und ja, danke fürs Zuschauen und wir sehen uns wieder im nächsten Video. Tschüss.